klar ist. Doch nun weiter in unserer Rückschau. Das nächste große Sportereignis war die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft in Dortmund. Dort trafen sich noch einmal all die Läufer und Läuferinnen, die schon in Innsbruck mit dabei gewesen waren. Es war praktisch eine Revanche und zugleich der letzte Auftritt von Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler in ihrer Eigenschaft als Amateure. Wir sehen aus ihrer Kür noch einmal einige Ausschnitte. Wäre, auf den dritten Platz gesetzt wurden. Aber diesmal, wie gesagt, sind sie an der Reihe. Wir glauben, dass sie gewinnen können, wenn sie ihre Leistung von Budapest wiederholen.
Und hoffentlich müssen Sie nicht zu lange auf die Musik warten, denn das war ein Handicap für Sonja Perstorff und Günter Matzdorff. Nein, es ist die richtige Musik. Fünf wichtige Minuten für die beiden haben ihren Anfang genommen. Überschlag, der Passwell gelingt. Zweieinhalbfache Achse, gut gelungen, besser gelungen, als er im Training gelungen war. Die letzte Minute. Nun, ich meine, hier war der große Atem, hier war die Harmonie, die Ruhe und die Eleganz, die seit eh und je und heute und hoffentlich auch noch morgen die Schönheit des Paarlaufs ausmachen. Da waren die Höhepunkte, die Hebesprünge, der Hebeachsel, das Lasso, der Kartwell, der Rittberg, der Lutz und so weiter. Die eingesprungenen Pirouetten, harmonisch eingebaut in den Gesang. Und nun Marika Kilius, Hans-Jürgen Baumler. Vor der Minute, der sie entgegengelebt haben, seit einem Jahr. Kartwell, glänzend gelungen. Gespreizt und gedrehter Rittberger. Der Achse genau auf die gleiche Sekunde gesprungen. Ja, und das war das, wo sie mit den Schlittschuhen aneinander stießen. In Prag bei der Weltmeisterschaft vor 2 Jahren. Das einfache Lasso. Zur Musik von Giacomo Puccini aus Madame Butterfly, der langsame Teil. Lasso. Und die Todesspirale.
Noch einmal das Rad, Kartwillen. Nicht ganz so gestreckt wie das erste. Doppelrittberger gegeneinander gesprungen, eine ganz hohe Schwierigkeit in die Rückkür. Und Schleuderachsel. To look. Dreifach gedrehter Hebeachsel, gut gelungen. Doppelsalchow nebeneinander. Ja, nun haben Sie eigentlich das Schwierigste hinter sich. Mit dem Schleuderachsel der Tscherkessen-Pirouette geht die Kür der Weltmeister zu Ende. Ich hoffe, Sie haben es richtig gemacht, als Sie nicht mit höchstem Tempo liefen, sondern Ihr Hauptaugenmerk auf die Sicherheit in dieser Kür legten. Please once more the mark for the technical merit. 5,9, 5,9, 5,8, 5,5, 5,8, 5,8, 5,8. 5,7, 5,8. Die 5,7 hat die Amerikanerin Miss Wright gegeben. Ja, sind Sie zufrieden? 5,8, 5,8, 5,8, 5,4, 5,8, 5,8, 5,7, 5,8, 5,7. Die zweite Note etwas geringer, aber das ist meistens der Fall.